Willkommen bei Gemminger Professional, Teil 4 unserer Reihe, wie wir einen Leder bauen. Beim vorigen Teil haben wir den Korpus fertig gemacht und dieser steht nun bereit, damit wir die Decke draufkleben. Unsere Decke ist aus Fichtenholz. Die habe ich ganz klassisch ausgewählt, so dass wir auf der Bassseite breite und auf der Tenor-Sopran-Seite dünne Jahreslinien haben. Unsere fertige Decke muss gebogen sein. Das werden wir mit der klassischen Methode machen. Wir nehmen destilliertes Wasser, feuchten die Oberflächen an. Die Decke kommt in einer passenden Form und wir lassen diese trocknen. Wenn unsere Decke getrocknet ist, angepasst wurde an das Instrument, an den Korpus, dann würde sie in etwa diese Form hier haben und so in etwa gebogen sein. Je nachdem, was für ein Instrument man haben möchte, ein Bass, ein Tenor oder Sopraninstrument, muss man auf die Biegeradien aufpassen. Für unser Bassinstrument werden wir einen leichten Biegeradius haben. Unsere Decke ist nun fertig gebogen und grob ausgeschnitten. Diese werden wir nun auf das Instrument draufkleben und trocknen lassen. Die Decke ist nun fertig getrocknet auf dem Korpus des Instruments. Diesen haben wir natürlich drumherum ein bisschen fein geschliffen. So sieht das Ergebnis aus. Und beim nächsten Teil werden wir uns mit den Resonanzlöchern, den F-Löchern beschäftigen und mit dem Griffbrett.